Lieber Kirchenchor, liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier seid zu dieser ungewohnten Zeit, wo man normalerweise schon die Schäfchen zählt, dass ihr hier seid. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Das war jetzt aber wenig überzeugend. Also jetzt wirklich ein Ja dazu. Halleluja. Ja. Halleluja. Danke, das war Überzeugung. Liebe Schwestern und Brüder, wenn es ein Osterlied gibt, das aus Leibeskräften an Ostern gesungen wird, dann ist es vor allem das Lied „Das Grab ist leer, der Held erwacht“. Und wir werden das zum Schluss der Osternacht auch gemeinsam singen. Als ich noch ein Student war, haben wir uns aus diesem Lied einen Spaß gemacht und wir haben dann gesungen, nicht „Das Grab ist leer, der Held erwacht“, sondern „Kinder, Ohren zu, das Glas ist leer, der Held erwacht“. Da habe ich was gesagt, ne? Aber richtig heißt es, das Grab ist natürlich leer, der Held erwacht. Aber, so ganz selbstverständlich, ist es mit diesem Bekenntnis zum leeren Grab nicht. Denn es kommen bis heute immer wieder auch Theologen oder Wissenschaftler und sagen uns, das Grab Jesu war überhaupt nicht leer. Was ihr da singt, ist totaler Blödsinn. Das Grab war eher voll. Denn Jesus ist gar nicht aus dem Grab auferstanden. Das Grab war nicht leer. Jesus ist im Grab genauso verwest wie alle anderen Menschen, die auch im Grab landen. Andere wiederum behaupten, dass Jesus erst gar nicht beigesetzt worden ist, so wie die Evangelien es uns schildern. Nein, man hat ihn vielmehr wie alle anderen Gekreuzigten damals in so ein Massengrab hineingeworfen. Und da ist er dann verwest. Vor einigen Jahren habe ich im Fernsehen eine Reportage gesehen, in der genau das Gegenteil sogar behauptet wurde, der die These aufgestellt wurde, dass Jesus am Kreuz gar nicht gestorben ist, sondern lediglich mit Opium betäubt war, als man ihn vom Kreuz abgenommen hat. Ja, der Schwamm, den ein Soldat Jesus reichte, der war gar nicht mit Essig gefüllt, sondern mit Opium. Folglich war Jesus nur einige Zeit ohnmächtig, quasi scheintot und nicht mausetot. Und anschließend ist er dann mit Maria Magdalena nach Frankreich abgedüst. Und Schwestern und Brüder, ich bin immer wieder echt aufs Neue erstaunt, welchen Unsinn sich Leute einfallen lassen können. Und alles läuft nur auf eines hinaus, was nicht sein darf, das darf eben auch nicht sein. Und daran zeigt sich, die Menschen haben heute, die Menschen zu allen Zeiten, bis auf den heutigen Tag haben Schwierigkeiten, an die leibliche Auferstehung des Gekreuzigten zu glauben. Daran zu glauben, dass das Grab tatsächlich leer war. Es ist auch eine unglaubliche Vorstellung. Aber selbst wenn das Grab tatsächlich leer war, dann ist das eigentlich immer noch kein Beweis dafür, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Es hätte auch sein können, dass jemand den Leichnam Jesu aus dem Grab weggeholt, gestohlen hat, nicht? Selbst Maria von Magdala geht zuerst wie selbstverständlich davon aus, dass, als sie einen fremden Mann am Grab Jesu sieht, dass ihn jemand geklaut hat oder weggenommen hat. Wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Das war ja zunächst der natürlichste Gedanke. Jemand hat ihn einfach weggenommen, deshalb ist sein Leichnam nicht mehr da. Das leere Grab ist noch kein Beweis. Aber dafür gibt es andere Anhaltspunkte tatsächlich für die Auferstehung. Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther: Von einer Reihe von Zeugen, denen der Auferstandene erschienen ist, er erschien zuerst dem Petrus, dann den 12 und dann mehr als 500 Brüdern zugleich. Und Paulus schreibt ausdrücklich dazu: Die meisten von denen sind noch am Leben, die könnt ihr fragen. Und dann schreibt er weiter: Als letztem von allen erschien er auch mir. Aber dann kommen wieder vielleicht einige Leute oder sogar auch Theologen und sagen, ja, also wenn da steht, Jesus ist erschienen, dann bedeutet das, die Jünger haben sich so sehr vom Herzen nach ihrem Meister gesehnt, sie haben sich so sehr darauf mit ihren Gedanken konzentriert, dass sie schließlich geglaubt haben, er sei leibhaftig auferstanden, ihn leibhaftig zu sehen. Aber in Wirklichkeit war er nicht leibhaftig da, sondern war gleichsam in den Glauben der Jünger hinein auferstanden. Das alles war eine Erscheinung, eine Vision oder ein Wunsch. Aber dass er leibhaftig auferstanden ist, bedeutet das nicht. Nun denn, lassen wir das zunächst einmal so stehen.
Auch die Tatsache, dass er den Jüngern erschienen ist, ist für sich noch kein Beweis. Aber wer kann schon einen Beweis erbringen für das total Neue, das Ostern Gott für uns getan hat? Und was lassen wir überhaupt als Beweis gelten? Aber es gibt vielleicht zwei Indizien, die uns doch nachdenklich machen sollten. Erstens, immer wenn Jesus der auferstandenen Menschen erschienen ist, wie immer das auch abgelaufen ist, dann sind diese Menschen bis auf den Grund ihres Wesens verwandelt worden. Wenn Jesus einer begegnet ist, dann ist er nie von ihm weggegangen, so wie er gekommen ist. Sie sind nicht die gleichen geblieben wie vorher, nachdem sie Jesus begegnet sind, als dem Auferstandenen. Schauen wir uns zum Beispiel einen Petrus an. Wie hat er im Abendmahlsaal am Gründonnerstag noch getönt? Und wenn ich mit dir sterben müsste, Jesus, wenn dich alle verraten, ich nicht. Und dann ist er der Erste, der Jesus verleugnet und abhaut. Und Jesus im wahrsten Sinne des Wortes auf Golgatha hängen lässt. Aber dann schauen wir uns genau den gleichen Typen, diesen ängstlichen Petrus, der verleugnet und abhaut. Den schauen wir uns einmal an nach der Begegnung mit dem Auferstandenen. Nachdem Jesus ihm keine Vorwürfe macht, dass er ihn verleugnet hat und abgehauen ist, sondern ihn einfach nur fragt, liebst du mich? Als die hohen Priester Petrus Predigtverbot geben, da sagt er ihnen mit einer großen Unerschrockenheit ins Gesicht, wir können unmöglich schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Da ist auf einmal nichts mehr da von der Angst vorher. Da spürt man vielmehr, an diesem Menschen ist etwas geschehen. Dieser Mensch hat etwas erfahren. Er ist neu geworden. Und das sollte eigentlich einen Menschen nachdenklich machen. Oder schauen wir uns einen Apostel Paulus an, dem Jesus als Letztem erschienen ist, wie er schreibt. Der hat es, als er noch Saulus hieß, die Christen ja bis aufs Blut verfolgt. Er hat diesen Jesus gehasst und er hat die Christen gehasst und bekämpft. Aber als ihm Jesus vor den Toren von Damaskus plötzlich erscheint, da fängt dieser Paulus, dieser Saulus an, von einem Blick auf den anderen an Jesus zu glauben und Jesus zu verkünden als den Messias, als den Sohn Gottes und fürchtet dabei selbst nicht für diesen Glauben, den er vorher verfolgt hat, umgebracht zu werden. Und er wurde es auch. Die Menschen haben das gar nicht begreifen können, wie ein Mensch so verwandelt werden konnte wie ein Saulus zu einem Paulus. Nach seiner Begegnung mit dem Auferstandenen wurde aus einem hasserfüllten Menschen einer, der bis zum Äußersten lieben kann. Auch da ist an einem Menschen eine totale Verwandlung passiert. Und sollte uns das nicht nachdenklich machen? Ich denke ja. Denn das ist ein unglaublich starkes Zeugnis dafür, dass dieser Gekreuzigte wirklich lebt und wirkt. Und die verwandelnde Kraft, die verschiedene Menschen nach der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus erfahren haben, für mich ist das das stärkste Indiz, dass die Auferstehung wahr ist, weil sie Folgen hat. Und deshalb spricht Paulus in seinen Briefen auch häufig von der Kraft der Auferstehung, weil er diese Kraft der Auferstehung selbst erlebt hat. Aber es gibt noch ein weiteres Indiz. Nach der Auferstehung, und man kann das in der Apostelgeschichte wunderbar nachlesen, und wir werden einiges davon, wenn Sie sonntags in den Gottesdiensten sind, auch hören, kamen Petrus und Johannes zum Gebet in den Tempel einmal. Und nun saß da im Tempeltor ein Gelähmter, der gebettelt hat. Er hielt Petrus den Hut hin in der Erwartung, er würde etwas Geld bekommen. Petrus aber schaute ihn an und sagte, Knete habe ich nicht, beziehungsweise Gold und Silber steht, da habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu sage ich dir, steh auf. Zu dem Gelähmten. Und der Gelähmte stand wirklich auf, so heißt es da, und lief im Tempel umher. Und das erregte Aufmerksamkeit. Eine große Menschenmenge versammelte sich. Die Menge wollte Petrus schon auf ein Schild heben, weil sie dachten, er hätte das vollbracht. Aber dann fing Petrus an zu predigen. Nicht ich habe das vollbracht. Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat. Er hat diesem Lahmen seine Gesundheit wiedergegeben. Daran könnt ihr erkennen, dass dieser Jesus nicht tot ist, sondern dass er lebt und dass er unter euch wirkt. Und die Jünger haben im Namen Jesu viele Wunder vollbracht, die jeder sehen konnte. Und sie haben sich wegen der Wunder nicht selbst gerühmt, sondern sie als Möglichkeit genutzt, den Menschen, den lebendigen Jesus, zu verkünden. Und ich glaube, von diesen Wundern sehen wir heutzutage viel zu wenig. Vielleicht auch, weil wir nicht mehr wirklich daran glauben, dass Gott Wunder wirken kann. Aber das ist ein zweites starkes Indiz für die Auferstehung und dass Jesus wirklich lebt.
Und der Apostel Paulus hat im ersten Korintherbrief über die Auferstehung einmal geschrieben: Wenn Christus nicht auferstanden ist, hey Leute, dann stehe ich als Lügner vor euch, der ich euch sage, dass er auferstanden ist. Dann ist mein Zeugnis falsch. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann denkt auch daran, dass auch euer Glaube sinnlos ist, dass er falsch ist. Dann sind wir im Letzten die bedauernswertesten von allen Menschen, weil wir auf etwas Falsches, weil wir auf eine Lüge unsere Lebenshoffnung gesetzt haben. Aber dann schreibt Paulus gleichsam wie in einem Jubelruf: Christus ist aber auferstanden als Erster der Entschlafenen. Und Schwestern und Brüder, ich muss ehrlich sagen, ich glaube Menschen, denen Jesus erschienen ist und die er verwandelt hat, wie etwa einem Apostel Paulus oder einem Petrus oder einer Maria Magdalena, denen glaube ich viel mehr als vielen Theologen und Wissenschaftlern, denen er einmal erscheinen sollte. Woran merkt man die Wahrheit der Auferstehung? Ich glaube, die merkt man an einem verwandelten Herzen, dass Unmögliches möglich wird, dass Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandelt wird, Trauer in Trost, Angst in Vertrauen. Denn seit Jesu Tod und Auferstehung wird uns, wenn wir sterben, das Leben nicht genommen. Es wird uns gewandelt. Halleluja. Und jetzt nochmal mit Überzeugung. Halleluja. Ja. Amen. Der wird alles gut.